Herzlich willkommen zu Oxpoon, dem Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich und will Ihnen heute etwas zeigen, was unser Leben derart durchdrungen hat, dass nicht mehr wegzudenken ist. Elektrizität, Geräte, mit denen wir Strom messen, anzeigen können. Welche Farbe hat Strom? Wird der eine oder andere weiß es aus der Fernsehwerbung, rot oder grün oder sonst was, alles Quatsch. Strom hat überhaupt keine Farbe. Strom ist nicht sichtbar. Strom können wir nicht spüren. Ja, wenn er stark genug ist, dann kann uns schon was passieren. Aber wir können nicht sagen, messen wir mal, wie viel Strom haben wir denn da. Brauchen wir Sinneserweiterungen, Messgeräte dafür. Und Messgeräte, früher sahen die so aus. Ich habe mir hier zum Beispiel ein Messgerät gebastelt. Mit dem konnte ich früher und kann es heute noch meine Infrarotstrahlung messen. Da ist eine Solarzelle drin, so wie man die heute auf dem Dach hat. Die wandelt Strom um und das Drehspulenmessinstrument, was da drin ist, das zeigt das an. Das waren eigentlich so die ersten Anfänge, so ein Drehspulenmessinstrument. Ich habe hier mal eins aufgemacht, kaputt gemacht und da drin sieht man eine kleine Spule, die in einem Magnetkern ist. Und da ist eine Feder drin, die den Zeiger immer auf Nullstellung hält. Sobald Strom durchfließt, dann dreht sich das, ein Drehspulinstrument. Dann kann ich ablesen, wie viel Strom fließt, wie hoch die Spannung ist. Das gab es auch als Multimeter. Traum meiner Jugend, hat lange gedauert, bis ich mir sowas leisten konnte. So sahen die früher aus. Heute sehen sie anders aus, müssen auch anders aussehen, weil wir andere Aufgaben haben. Wir haben überall Strom, wo wir die Kurvenform beurteilen müssen. Wie sieht das aus? Wie sehen die Bits aus, die durch den Computer, durch die ganze Welt, durch das Internet fließen, flitzen, rasen, wie irr. Wir müssen also zeitlich kurze Vorgänge dehnen können, damit Sie eine Vorstellung bekommen, was Strom alles ist. Auch was ich sage, gut, das sind jetzt Druckquellen, die aufgenommen werden vom Mikrofon, aber spätestens im Mikrofon wird Strom daraus, der dann verstärkt wird. Pass nochmal auf, ich zeige mal, wie so ein Strom aussieht. Nicht rot oder grün. Also, hallo, das ist ein Test. Wir wollen sehen, was passiert. So, jetzt machen wir Stopp. Und jetzt wollen wir das hier vergrößern und wollen das auch richtig einpassen. Ich starte das mal. Hallo, das ist ein Test. Wir wollen sehen, was passiert. Okay. So. Und jetzt werde ich hier diesen Bereich, hier ganz links, dieses Hallo, da heraus vergrößern. So werde das. Und das jetzt Hallo. 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 Und Sie sehen, das sieht schon merkwürdig aus. Wenn ich noch mehr vergrößere, dann können Sie plötzlich erkennen, das sind einfach Kurven. So sieht dieser Strom aus. Und Sie haben gesehen, das sind unterschiedliche Höhen und Dichten und so weiter, unterschiedliche Frequenzen und Spannungen. So etwas können Sie mit dem Gerät nicht mehr messen. Wie wollten Sie den zappelnden Zeiger interpretieren und hören, ist da was in Ordnung? Ist in einem Verstärker, in einem Radio, in einem MP3-Player, an irgendeiner Stelle eine Verzerrung? Geht damit überhaupt nicht mit so etwas. Da brauchen wir andere Geräte dafür. Und die Geräte habe ich mir angesehen und die will ich Ihnen vorstellen. Von PCE, das UT81B habe ich hier. Ich würde sagen, alter Knochen, aber es ist ein ganz neues, ganz modernes Gerät. Nur diese Reihe, die gibt es schon lange. Also alle Techniker kennen, glaube ich, dieses Gerät. Es ist das Standardgerät überhaupt. Es hat ein schönes 160x160 großes LC-Display, pixelgroßes natürlich. Und wenn wir mal drauf schauen, das ist hintergrundbeleuchtet. Das heißt, das nützt der Kamera nicht so sehr viel. Aber in dunklen Ecken ist es wunderbar abzulesen. Im Moment steht er auf Gleichspannung und auch auf Auto-Range. Das heißt, er wählt automatisch seinen Bereich, seinen Spannungsbereich. Und wenn ich jetzt mal hier auf meine 9-Volt-Batterie drauf gehe und Sie schauen sich mal auf das Display, ich kipp's noch mal an, da können Sie es besser erkennen, dann sehen wir, im Leerlauf hat diese Batterie 9,60 Volt und das ist normal Standardwert. So, das ist nichts Besonderes. Ich habe aber hier Soft-Keys, also Tasten, deren Belegung kontextabhängig, Messbereich oder Mess
stellungsabhängig geändert wird. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann wird hier Alternating Current draus, also Wechselspannung. Jetzt kann ich Wechselspannung messen. Und was das Besondere ist, es ist nicht nur ein Multimeter für Strom, Spannung, Widerstand, Diodentest, Frequenzmessung, Kapazitätsmessung, sondern auf Tastendruck wird es auch noch zum Oszilloskop. Jetzt kommt da oben ein Grafikdisplay und jetzt hänge ich hier mal meinen Oscar-Tester an, man zum Einstellen von Tastköpfen und sowas. Der gibt ein Rechtecksignal raus. Stecken wir mal hier rein. So, und jetzt wird er eingeschaltet. Und jetzt dauert es hier einen kleinen Moment. Automatisch wird dann die Amplitude und auch die Zeitbasis gewählt. Und Sie sehen, wir haben ein schönes, sauberes Signal. Wir haben da oben gewählt 1 Volt und 500 Mikrosekunden. Wenn ich jetzt umschalte, zum Beispiel von diesem 1 Kilohertz auf 10 Kilohertz, braucht das Gerät nur einen Moment und jetzt haben wir 50 Mikrosekunden. Ich kann natürlich auch auf 100 Kilohertz umschalten. Jetzt sind wir bei 5 Mikrosekunden. Insgesamt haben wir eine Bandbreite von 8 Megahertz und 40 Megasample pro Sekunde. Also ausreichend für viele, viele Servicebereiche, ob Sie Fernsehgeräte reparieren, Computer, ob Sie irgendwo im Auto etwas machen oder sonst wo. Das ist eigentlich das robuste und digital vernünftigste Gerät im Moment. Preislage um die 250 Euro herum. Mitgeliefert wird einmal die Tasche, das Netzteil, das Anschlusskabel zum Computer, was optisch isoliert ist. Da kann also kein Strom in den Computer rein. Die Messstrippen ist ganz klar, Handbuch ist ganz klar. Und diese Software zeigt alles das, was auf dem Display des Geräts funktioniert. Sie können die Daten speichern, die werden aufgenommen, können sie später weiterverarbeiten, exportieren für eine Tabellenkalkulation oder was Ähnliches. Können übrigens auch am Gerät selbst die Displaywerte, 10 verschiedene dieser Displays speichern und später wieder aufrufen, um zu gucken, wie war das, wie sah das aus. Ein Standardgerät, was eigentlich jeder braucht. Das SDS 1022DL von PCE, dieses Oszilloskop, was ich mitgebracht habe, das wäre vor 30, 40 Jahren zu dem Preis überhaupt nicht denkbar gewesen. Das wäre damals ein wahnsinniger Traum gewesen, so etwas zu besitzen. Und ich habe jetzt 14 Tage damit gearbeitet, mit einem Gerät, was deutlich unter der 250 Euro Klasse liegt. Schauen Sie sich an, TFT-Display, 2-Kanal-Oszilloskop, voll digital, 8-Bit-Auflösung. Es hat eine Bandbreite von 25 MHz, 500 Megasample pro Sekunde. Bleibt eigentlich nichts mehr übrig. Für alle Bereiche im Servicebereich, wenn man nicht mit sehr hohen Frequenzen arbeitet, ist es vollkommen ausreichend. Wir haben die ganz normalen Bedienungselemente natürlich hier. Wir haben hier die Amplitude für den Kanal 1 und Kanal 2. Wir haben hier die Zeitbasis, aber das braucht man im Grunde alles nicht. Das System macht es alles von allein. Und ich habe mal hier auf meinem Rekorder was mitgebracht, bisschen Gequatsche von mir, und wenn ich das jetzt hier anschließe, da sehen Sie schon, da geht es los. Das kann er also aufzeichnen, und wir haben auch die Möglichkeit, dass wir jetzt im Stoppmodus sind, wir haben das also jetzt angehalten, dass wir hinterher immer noch auflösen können, gucken können, wie sieht das aus, selbst die Amplitude verändern können. Wir können das speichern, auf den Computer speichern, auf einen USB-Stick speichern. Es gibt also so viele Möglichkeiten, die wir haben, dass wir ein Signal nachträglich analysieren können. Sie sehen im Moment nur einen Kanal. Natürlich hat er auch einen zweiten Kanal, den ich da einblenden kann. Den sehen wir im Moment nicht. Da haben wir nur eine dünne gelbe Linie, da liegt kein Signal drauf. Wir können beide Kanäle addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren. Wir haben eine FFT-Transformation drin. Das heißt also, ich kann das Signal wirklich zerlegen lassen. Ich habe unendlich viele Menüs, die man erstmal lernen muss. Und ich habe auch noch eine serielle Schnittstelle dran an diesem Gerät. Schön, klein, leicht und vor allen Dingen auch leicht zu bedienen. Ein Service-Oszilloskop vom Feinsten zu einem Preis, der nun für mich auf jeden Fall eine Überraschung war. Prima Teil. Da steht es nun.
der Wunschtraum meiner schlaflosen Nächte, muss ich sagen. Von PCE ein DSO5202B, ein digitales Speicheroszilloskop. Und hinter dem Gerät verbirgt sich jetzt ein Oszilloskop mit einer Bandbreite von 200 MHz. 1 Gigasample pro Sekunde, das ist also schon wirklich mächtig. Und damit kann man im Grunde genommen alles machen, was man heute so an Messtechnik hat und braucht. Es ist ein Zweistrahloszilloskop in einer Art und Weise ausgeführt, die mich wirklich begeistert, weil man braucht eigentlich gar keine Anleitung, wenn man weiß, wie so ein Ding funktioniert, ist schon ganz klar. Und wenn wir uns das ansehen, an den Bedienungen, da haben wir unterschiedliche Farben, die wir hier sehen. Also grün, rot, blau und so weiter. Und das haben wir, diese Zuordnung haben wir auch hier. Also jeweils der entsprechende Kanal hat dann auch die farbliche Zuordnung. Ich kann also einfach durch Gucken nach der Farbe feststellen, wo muss ich jetzt drauf touchen, wo muss ich jetzt drauf drücken, was ist jetzt der richtige Kanal, was ist der richtige Knopf. Eine wunderschöne und einfache Sache. Es kann natürlich alle mathematischen Funktionen zwischen der Verknüpfung der beiden Kanäle, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, FFT und Interpolation geht natürlich damit. Und alle Einstellungen, alle wichtigen, funktionieren auch automatisch, wie bei den meisten digitalen Speicheroszilloskopen heutzutage. Ich habe die Möglichkeit, meine Ergebnisse zu übertragen auf einen USB-Stick. Ich kann sie auf einen Drucker übertragen. Ich kann das Gerät natürlich an einen Computer anschließen. Es wird mit zwei Tastköpfen geliefert. Die sind gleich mit dabei, umschaltbare Tastköpfe. Ja, und jetzt könnte man natürlich ins Schwärmen kommen. Unendlich viele Menüs, aber alles natürlich erklärt im Display, dass man wirklich nur lesen braucht und dann richtiges Knöpfchen drücken, so wie das eigentlich heute ist. 200 MHz. Ich habe gedacht, wollen wir mal gucken, wie sauber das Oszilloskop das macht und das kann. Also, Büroklammer mitgebracht. Die stopfen wir ihm jetzt mal hier rein. Zum Vorführen aller Funktionen reicht es sowieso nicht. Funkgerät mitgebracht. So, und das steht da auf 145-700. Das heißt, beim Senden geht es auf 145-100. Und jetzt halte ich das Funkgerät einfach hier neben die Büroklammer. Und Sie sehen, da oben habe ich einen wirklich sauberen Sinus, bekomme auch hier unten angezeigt 145.100. Also das Ding funktioniert im 2-Meter-Band sagenhaft. Ich habe sogar Signale bis über 300 MHz so stabil bekommen, nur da darf ich nicht senden, deswegen zeige ich es Ihnen nicht, habe ich auch nie gemacht. Ein schönes Gerät. Traum wird wahr und ich denke, das sollte man sich einfach mal ansehen, mal das Datenblatt ansehen und wenn man wirklich Bedarf hat, das ist meine Wahl. Am Ende angekommen, am Ende eines Casts, der mir sehr viel Spaß gemacht hat und wenn ich jetzt überlegen müsste, was von diesen Geräten hätte ich denn nun wirklich gern? Das hier, da habe ich den Ururgroßvater davon, der funktioniert noch, also wirklich stabiles Teil. Dieses hier, ein schönes Gerät. Gibt es überhaupt keine Einschränkung, gar nichts. Aber das hier, naja, das ist ein Traum. Ich denke, das wird meine große Liebe werden. Ich hoffe, Sie haben genauso viel Spaß am Arbeiten und mit solchen Geräten macht die Arbeit auch wirklich Spaß. Wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.